Okay. Verdammt. Ja, Sherwin. Lass dich nicht von dem Ding runterkriegen. Noch eine Ladung gefällig? Wie wir beide mit der Pumpe draufhauen. Sherwin, lass dich nicht töten. Stirb, du elendes Stück Dreck. Du weiße Brut, du Albino. Alle mitnehmen. Das war's dann wohl. Seine Energie? Wollte ich nicht. Boah, Sherwin hat's echt getroffen. Okay, Sherwin hat echt viel weniger Energie, aber Sherwin ist mir einfach sympathischer. Von daher versteht, ich will Fox noch nicht. Ich werde ihn später holen. Bum, 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 bum. Ich spiele Fußball mit so einem hässlichen Einkaufswagen. Und wusch, wir springen nochmal drauf. Und nochmal. Ach, doch nicht. Ja, hier geht's auf jeden Fall rein in den. Roboter-Reparaturzentrale. Reiner. Ja. Mal umgucken. Hier drüben. Wow. Sherwin. Verzieh dich, Sherwin. Du hast kaum Energie. Nicht mit dem Raketenwerfer. Schieß auf mich, genau. Ich halte das aus. Sherwin. Ach, Sherwin ist wieder voll. Oh, ich habe gerade hier den Beschützerinstinkt gehabt. Okay, hier gibt's ein bisschen Story, aber auch nur ein ganz kleines bisschen Nebenstory. Ich suche einen Computer. Hier kommen gleich Dialoge, die ich vorlesen werde. Mir gefallen die. Notiz von Frank. Hi. Ich find's hier immer wieder verblüffend, aber da stand auch nur Frank. Ich halte es nicht mehr aus, Bob. Ich traue diesen Geschütztürm in Sektor A nicht. Ich könnte schwören, dass ich neulich, als ich ein wenig später als sonst die Arbeit verließ, gesehen habe, wie mich einer anvisiert hat. Wenn dieses Ding das Feuer auf mich eröffnet hätte, bin ich geliefert. Denn diese verdammten Föderalisten haben die Arbeiterentschädigung als Bestandteil von Kriegsaufgaben auf Eis gelegt. Verdammt. Snake hat mir geholfen, ein paar Impulsgranaten reinzuschmuggeln, die ich in der Kiste unter meinem Schreibtisch eingeschlossen habe. Eine davon habe ich an unseren Mr. Handy zu Hause ausprobiert und meine Frau hätte mich fast umgebracht. Bläst ihnen voll die Lichter aus, so ein Teil. Solltest du mal eine brauchen, schnapp dir einfach den Schlüssel hinter meinem Terminal und schließ damit die Kiste auf. Kannst also nicht behaupten, dass ich nie was für dich getan hätte. Bis bald, Kumpel. Ach ja, und hör nicht auf, mich mit diesen Heftklammern zu bewerfen. Die fallen nur auf den Boden und du weißt ja, wie gern ich tagsüber die Schuhe ausziehe. Ja, das war die Notiz von Frank. Ach ja, er hat's ja bekommen. Wir müssen jetzt erstmal Franks Terminal suchen. Erkennt man ganz leicht. Am einen abgeschlossenen Spind. Aber den müssen wir auch erstmal finden. Nein. Nada. Dürfte eigentlich hier irgendwo sein. Hier war Frank. Nein. Oder? Wir gucken mal. Vorsicht, bitte. Ja, sorry, Sherwin. Ich wollte dich nicht verärgern. Doch. Ach, hier ist es ja. Die Kiste, die abgeschlossen ist. Und dort der Schlüssel, der einfach mal so darum liegt. Franks Kistenschlüssel. Ja. Impulsgranaten. Okay, wir haben Impulsgranaten, die bringen uns nicht viel, da die Roboter viel zu hoch im Level sind. Deswegen lasse ich die einfach mal in meinem Inventar verrotten. Toilette? Nein, wollen wir nicht draus trinken. Gerade nicht. Jetzt hier lang. Durchschnittlich verschlossen, können wir einfach mal knacken. Bums, nein. Oh, ganz knapp, aber noch geschafft. Okay, ich sehe dort hinten schon einen großen Roboter. Da hinten war noch ein größerer Roboter. Ja komm, du machst den, ich kümmere mich um den. Ich habe ja Gott sei Dank... Nein, habe ich nicht. Schnell, ich wollte gerade sagen, Hotkey für Stimpaks, aber den hatte ich nicht mehr. Okay, jetzt dürfte ich keine Probleme mehr haben. Ja, so gut wie unverwundbar. Ach ja, vielleicht mal nachladen. Ach, Geschütztürme sind das. Was sind das denn für welche? Boah, Mark 8, das sind die stärksten Geschütztürme im Spiel. So, beide kaputt. Also da hätte ich als Arbeiter schon Angst gehabt. So, wo sind wir denn hier? Ja, wir können erstmal plündern. Lackierpistole, Lackierpistole. Altmetall, Kernspaltungsbatterie, Protektron. Energiezelle, Munition. Du sollst die Munitionskiste öffnen. Munitionskiste. Okay.
Altmetall. Protektron. Sehr leicht verschlossen aufbrechen, ganz einfach. Mikrofusionszellen, Protektron. Über uns müsste es auch einen tollen Overwall geben, aber dazu später mehr. Was ist hier drin? Hier hätten wir die Geschütze deaktivieren können, also abschalten. Aber da wir die schon zerschrottet haben, will ich jetzt nicht in den Terminal rein. Es würde eh keine Erfahrung bringen, von daher. So, da geht's wohin, wo ich eigentlich gar nicht hin will, denn hier sind wieder ganz viele Roboter. Okay, eben reparieren. Hallo, Kampflinte. Nehmen wir dich. So. Ja, Rakete, wunderbar. So. Hier müsste irgendwo ein Mr. Handy auch rumgammeln. Und der macht ganz bösen Schaden mit seinen Plasmawaffen. Okay, Protektron ist keine Herausforderung. Geschützturm. Geschützturm. Das war ein Mark 6, glaube ich. Ich habe es gerade nicht richtig gesehen. Der Mr. Handy ist gar nicht hier. Normal ist hier Mr. Handy irgendwo. Auf jeden Fall, wir suchen das Versteck des Mechanisten. Wir können übrigens auch die Roboter hier... nein, die nicht. Doch, ist der Knopf. Befreien. Ich weiß nicht, ob sie uns geholfen hätten, aber man kann sie auf jeden Fall frei rumlaufen lassen. So, und hier müsste noch einer sein. Ja. Okay, jetzt haben wir frei rumlaufende Roboter hier. 4 Stück sind's. Wunderbar. Ja, was die jetzt machen, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die stellen sich unten dann zum Verkauf hin. Hier geht's weiter. Die Tür habe ich gesucht. Hier geht's nämlich weiter oben. Ja, wir kommen jetzt in den vorletzten Raum, glaube ich. Ja, vorletzter Raum. Hier haben wir einen kleinen Mini-Tresor, der leicht verschlossen ist. Keine Gefahr für uns. Anscheinend doch. Perfekt. Kronkorken jede Menge und Verschlüsselungscode von Sektor A brauchen wir eh nicht. Okay, letzter Raum, Tür öffnen. Und jetzt kommt, glaube ich, ein neuer Abschnitt. Ja, Gießerei des Mechanisten. Das hier ist auch so ein toller Raum, wo ich fast eine Ewigkeit verbracht habe, weil ich nicht wusste, wie es hier weitergeht. Und hier stand, dass es die Gießerei des Mechanisten ist. Ich habe damals echt gedacht, der Mechanist wäre nicht hier. Protektron, Schreibtisch, bla bla bla. Ja, ist ein ganz simpler Trick, ich zeige ihn gleich. Schreibtisch, Kronkorken ohne Ende. Ja, wer kommt darauf, eine Kaffeemaschine anzusprechen? Man sieht ganz schlecht, dass das ein Knopf ist. Epischste Türöffnung aller Zeiten. Ach ja, wir müssen ja erst hier aktivieren, Schließmechanismus. Ist total krank. Nur das hier ist ja eh noch das Beste. Ich meine, die berühren sich nicht mal. Ah, die Tür geht immer noch auf. Ja, komm. Ja, und die letzte. Okay, hier ein Quicksave. So, dort ist der Mechanist. Ihm werde ich diesmal aber noch nicht ansprechen, denn ich möchte erstmal von euch wissen, ob jemand von euch weiß, ob man ihn mit normalen Dialogen dazu bringen kann, den Twist niederzulegen, weil ich glaube, das geht nur mit der Perk, ich weiß nicht, wie sie heißt, auf jeden Fall Ladykiller, halt von Frau aus auf Männer, dass man da extra Dialoge hat. Vielleicht kann man da irgendwie was mit Operationen machen. Klingt doof, aber ist das Einzige, was mir dazu einfallen würde. Wenn es normale Dialoge gibt, dann bitte den Lösungsweg posten, weil ich würde gern das gute Karma-Ende für diese Mission bekommen. Tja, das war es erstmal für heute, denn ihr sollt ja auch darunter posten können. Bis zum nächsten Mal.